Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier diesen Audi 80 euch mal vorstellen. Ja, ist schon hier, glaube ich, schon mal ein Youngtimer, würde ich mal sagen. Ja, erinnert mich hier. Doch, die Nachbarn hatten auch so einen, aber manches, wie ihr seht, sieht schon ein bisschen eigenartig aus. Man sieht hier jetzt beispielsweise keinen Flansch so her auf der Richtung. Aber ich sag mal so, es ist nicht so schlimm, es ist jetzt nur, was mir jetzt hier im Shop natürlich als erstes auffällt. Ja, das gute Stück kostet hier 5000 Euro in Anschaffung, Miete hier 255,90 €, PS hat da entsprechend hier 66 kW, 43 Liter Tank, 160 km/h und ja, hier ein imaginäres Gewicht von 2,1 Tonnen. Ich habe das Ganze schon mal hier gekauft, wie wir hier sehen, haben wir den jetzt mal hier schon mal dastehen, was wir machen können. Wir können hier die Haube öffnen, dann die Türen können wir öffnen, die was wir jetzt hier sehen, mehr geht jetzt hier nicht. Und starten wir das gute Stück. Hat hier diesen Pickup-Sound. Mit X kann ich jetzt die Haube langsam schließen. Dann mit der linken Maustaste, wenn ich sie zu mir ziehe, die Türe auf- oder zumachen. So, jetzt wieder rechten, die rechte Seite natürlich. So, jetzt gehen wir mal in die Innensicht mal rein. Da sehen wir hier, Spiegel hier sind vorhanden. Und ja, wir haben sogar zwei Innenspiegel, aber alles sind nicht zu gebrauchen. Drehzahlmesser hier schon mal funktioniert. Tacho auch. Ja, bisschen eigenartig. Kommt mir schon ein bisschen vor. Beleuchtung, wie wir hier sehen, passt schon. Linke Kontrolllampen leider hier ohne Funktion. Das fangen wir mal schön vor. Ja, Auspuff. Ja, ist auch irgendwie keiner da. Schauen. Linker, ja, sieht ja schon eigenartig aus. Will rein oder raus? Ha! Jetzt machen wir hier einen kleinen Speedtest, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, ob der auch waschbar ist oder nicht. Jetzt geben wir mal Gas. Ja, andere Leute sagen so oft, ja, sie finden so ein Audi echt cool. Ja, ja, nett. Ist ja nicht schier, würde ich mal sagen. Aber soundmäßig finde ich, klingt er nicht gerade ideal. 100 km/h schon mal drauf. 110, 112, 115, 118. Schauen wir mal hier. Spuren macht er schon mal. Was macht er für Spuren? Er macht traktorreiche Spuren. Fahren wir mal hierher. Dann machen wir hier an dieser Stelle gleich mal hier unseren Lichttest natürlich. So, ein bisschen vor ins Dunkle fahren. Bremslicht, ja. Schein macht er eigentlich keinen. Rückfahrlicht schon, passt schon. Blinker, wie wir sehen, hier funktionieren. Aber so richtig Reflexion oder Schein machen sie nicht. Einmal F geschalten vorne. Hinten gar nicht. Zweimal. Einmal sehen wir hier, also ist da gar nichts mit Funktion so wirklich gegeben. Vorne hier mit Numbit 6 und Numbit 5. Ja. Das ist entweder zu weit hinten drin platziert worden oder was. Ich weiß es jetzt auch nicht so ganz. Hupe, ja, funktioniert. So, jetzt drehen wir mal hier die Zeit mal wieder vor. Und ein bisschen Tagesgeschehen haben über. So. Da hat aber wirklich lange, lange Zeit, der Typ da hinter mir. So. Jetzt schauen wir uns auch gleich an, hier natürlich, ja, ob er waschbar ist und natürlich wegen Verschleiß. Nein, ist er leider nicht. Wie wir sehen, ist hier eigentlich alles beim Gleichen geblieben. Ja. Lokmäßig schauen wir uns auch gleich mal an. Da sehen wir jetzt hier. Ja. Also er hat hier Warnings drin, wie wir sehen. Also irgendwas wegen Dashboard. Steht da irgendwas mal da. XML-Eintrag. Dann ist hier ein Objekt zu viel drin, wie wir hier sehen, sagt er uns. Ja, wie wir sehen, halt ist dieser Mod hier leider nicht lokfehlerfrei. Schade irgendwie.
Wäre natürlich für manchen anderen doch ein cooler Mod natürlich gewesen. Ja, erinnert vielleicht an die Kindheit oder ja, an die Jugend, wo man noch jünger war, wo man natürlich hier vielleicht selber so ein Auto gefahren hat, ja, wenn man den Führerschein gemacht hatte. Ja, das war es eigentlich soweit. Das ja, ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video natürlich gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein, würde mich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Franz, ciao, ciao.